auf der Map, dann siehst du ihn. Gucken, ob ich ihn eigentlich aufsehe. Sehen, aber ich sehe ihn nicht. Lol, das war mit einem Schuss. Doch, da. Der war ja schlecht. Lol, der stirbt. Lol. Der ist tot. Wie viel der ausgehalten hat, ne? Ja, ja, manche halten richtig viel aus. Das hab ich vorhin nicht aus Spaß gesagt. Oh. Ach, der eine an der Mauer, der geht mir auch auf den Sack. Den krieg ich niemals. Oh. So, ich hab das Zentrum so gut es ging gerade eliminiert. Wer schießt denn auf die Kunden auf der Mauer, ey? Winterbull ist tot. LOL! Wie hast du das gemacht? Ich hab hier Dauerbeschuss bekommen. Winterbull. An der Mauer liegt so verkackt gut da in seinen kleinen ja, Ecken drin. Kriegt den da auch nicht raus. So ein kleiner mieser Motherfucker. Kann ich dich jetzt eigentlich wieder aufnehmen oder musst du respawnen? Ja, wurde gleich instant getötet. Achso, du kannst ja hier wieder respawnen bei den Autos, oder? War das nicht so ja. Irgendwie? Okay. Oh. Falls ihr euch jetzt seht, sagt mir Bescheid. Wurdest du gerade im Ernst mit dem Offboard auf ihn und triffst ihn, ne? Endlich. Ja. Gut. What the fuck? Was hat denn da geballert? What the fuck? Ich einer kommt in den Wald zu euch, wa? Direkt zu ja, beim Ingenieur? Ne, ja, zum Ingenieur kommt einer gelaufen. Wie schnell ist denn der? Ich krieg den gar nicht. Ja, der ist schnell. Ich hab den auch nicht reinbekommen ins Target. Na, ich wollte eigentlich durchs Netz schießen auf die LKWs, ne? Du kannst nicht durchs Netz schießen. I need ammo! Habt ihr den Kunden? Nee, der ist da hinter einem Stein. Pussy. Oh. Geh mal gucken, was ich jetzt Sniper machen kann. Kannst du den Stein irgendwie markieren, wo der ist oder so? Oder? Ja, kann ich, wenn du das willst. Oh, dann kann ich sehen, wo der ist. Also ungefähr bei T1. Ich glaub, da lebt sogar, da lebt sogar noch einer mitten im Dorf. Wow! Ja. Achso, das war die Aufgabe. Ja. Okay, er lebt immer im Dorfzentrum. Hinter dir, da lebt noch einer in dem Haus. Ich bin im Haus. Wo der Ingenieur ist, ja, da ist noch ja, einer da lebt drin. Noch einer. Oben, das oberste sind zwei, Etage. Das sind zwei. Ja, GG. Er läuft einfach rein. Ja. Alter, der schießt noch auf mich. Ja, wir haben ja gesagt, da ist einer im Haus. Aber ihr könnt mich wiederbeleben, ne? Du kannst wieder beim Auto, glaube ich, oben spawnen, oder? Ich ja, warte schon, ne. Für dich wiederbeleben können, warte mal. Ja, ich bin schon weg. Der Typ tot? Ne. Schätz mal nicht, werf einfach eine Granate rein. Probier nicht zu stürmen, werf einfach eine Granate oben ins Haus rein. Oder lass mich das Haus sprengen, ja, lass mich das Haus sprengen. Ich hab 5 Sprengladungen mit. Tot. Boah, scheiße, Weiler. Wer schießt denn da jetzt immer noch? Keine Ahnung. Oh, der hat eine Safia. Gut, dann hole ich mal die Fahrzeuge und dann geht's weiter Richtung. Looten! Recon. Au! Okay. Alter, hinten ist ja noch ein Feind, ne? Da hinten ist noch ein Feind! Meint ihr das jetzt ernst? Nee. Doch, oder? Doch, auf der Minimap ist noch ein kleiner Deal. Stimmt. Lol. Lol. Der ist direkt durch. Ammo. Wo ist noch ein Grenadier? Der läuft einfach so drum. Da sind noch mehrere. Oh shit, der kommt hier runter. Die kommen jetzt. Hier, der kam mal runter. Warte, da ist oben. Noch einer kommt von oben. Ja, wo? Oh, der war zu schnell. Ja, schieß mit der Rakete auf den Typen. Und der hat überlebt. Ich hab mich ganz getroffen. Fair Warfare, los geht's. Super. Hey, warte, ich geh kurz zurück, okay. Und spawn. Da oben auf dem Berg. Mal schauen, ob ich neu spawnen kann. Ich kann dich auch aufbauen. Ich krieg dich! Oh, die virtuelle Ammo-Boss lebt noch.
I'm out! Ich hab Glück gehabt, ne? Sie ist wieder gespawnt. Das ist nicht Glück, das ist kein. No. War alles geplant. Also warum hält glaub, ich glaube, ich hab den sowieso getroffen, 100%. Ah, der ist tot. Nee, bei meiner wenn ihr wollt, Feuersalbe. Hey Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt einen zerstören und dann spawnt er bei mir hinten neu. Oder du nimmst dir einfach das mobile Vehicle 1, das direkt in der Kurve steht. Ich hab mobile Vehicle 2 da bei dir und reparierst das. Kommst das könnte ich auch machen. Oh. Interpol. Oh. Oh. Alles ganz. Okay. War so geplant. Weil also er hat sich jetzt versteckt, weil er Angst hatte. Wenn wir so, dann komm. Die Mission weitermachen wollt, dann repariert mal einer Mobile One deployed und fährt dann Richtung. Ich werde jetzt immer gleich perfekt vom Turm hier vorhin. Hey, hier sind nicht mal Zivilisten, man ist das langweilig. Das kommt dann später, könnt ihr keine Angst. Okay, juhu. Jetzt kommt ein cooles Feuergefecht. Beim Weaken Point oder wie? Nee, da ist gar nichts. Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. I'm out. What the fuck? Wie du gesagt hast, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Wer seid da unten? Einer down. Zweiter down. Der andere. Dritter ist noch da. Dritter Boden. Ist noch da, pass auf. Links. An dem hinterm Busch da. Oh, ich hab. What? Der zerbumst gerade unsere Limo. Ne, der bumst gar nicht mehr. Okay, gut. Da hält sich jemand. Ach du. Das bin ich. Na komm mal her, ich bin doch Medic. Und da ist ein fucking so. Heli. Alter, guck dir mal unsere Sportlimo an. Toll. Den Orca, den hol ich runter. Hier kommt keiner. Wir sind letztes Mal querfeld eingefahren. Ich dachte nicht, dass hier was ist. Ja, ich sag nur noch, das ist nicht gut. Ja. Der Moment fängt an zu machen. Ja, würde ich auch nicht. Und in uns kommt der Heli. Der wird uns jetzt botten. Ich wegen der Heususe rüberlaufen. Wo ist der Heli? Der macht eh nichts. Ja, doch, der schießt auf euch, ne? Nein, der schießt nicht, das ist ein Orca, nicht. Der kann nicht mehr schießen. Der Orca schießt, ne? Nein, das ist ein ja, Orca. Wir haben ihn schon vorhin, nicht. Wir haben ihn schon vorhin dreimal beschossen und der hat nichts gemacht, von daher. Ja, setz mal Sniper raus, dann zur Tier 1 und ja, dann genau, machen wir genau. Den Zermack kaputt. Und die ganzen 1000 Leute, die da rumstehen. Wirklich hätte ich ja bestimmt nur zwei Leute laufen. So, neben den Geiseln. Sniper läuft schon gut, dann kannst du. Wow! Lass mich bitte ins Auto, ich will ins Auto. Bitte. Verlust, 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 verlust. Was ist das? Mörser? Wahrscheinlich. Der Mack der Fahrt gestoppt. Ist das gut? Wo ist der Behinderte, Alter? Ich sehe nur einen Mann auf der Karte mehr, nicht unten. Ja, wo soll denn hin? Kommt ein Geländer hinter dem Berg? Oh shit, oh shit. Nee, fahr an das Teil vor, ist Teil ist rechts. Power, power, power. Fahr rechts. Wo bist du gegengefahren? So, und jetzt hier in die Kuhle rein und dann anhalten. Boah, guck mal, da brennt es rechts. In der Luft, links. Vom Schießen rechts. Wird nicht alles rot, du musst irgendwo gegengefahren sein. Ja, da muss Interpol fragen noch. Rechts, rechts. Warte, ich geh's reparieren, okay. Ja, dann hier einfach jetzt irgendwo oben anhalten. Das Stück kann aber anlaufen. Ich hab nur auf den Reifen geschossen. Vom Schießen wird das nicht rot. Du musst doch irgendwie gegengefahren sein. Nein. Oh Gott, was ist denn das hier in der Stadt? So, und jetzt lass mal hier die Stadt jetzt da einnehmen. Geh ich jetzt bumsen. Pass auf. Kannst du mich nochmal heilen, Olaf? Ja, natürlich. Alter, ich seh die ganzen Leute da stehen, Junge. Ich spot mal. So, wir kommen auch ganz unauffällig zu hoch, ne? Ja, danke. Gutes an unserem Wagen kam wegen Spawn. Ja. Da fährt ein Zamak. Lol. Auf mich wird geschossen. What the fuck? What the fuck? Ja, jetzt geht's los. Behindert. Geht gut, lol. Ey. So, lass so, mich halt. Junge. Das sind 400 Meter. Arm, Junge. Die stehen. Und die links davon, Alter, sind 420 ja, Meter. Das Gute ist, dann ich kann mich einfach immer so verteilen. Wo schießen die Lappen? Wer Heilung will zu mir rollen? Ich glaube, aus Osten, ach, aus diesem Feldweg da. Da schießen die, glaube ich. Guck mal. Ja, die schießen von überall. Die schießen ja von der Stadt. Siehste, das ist der, ne? Der auf uns geschossen hat. Wo
Olaf, ich brauch Heilung. Ja, dann komm her, wer Heilung will, geh zu mir. Ganz einfach. Wir sind nicht bei dem Wunschkonzert. Ich bin bei dir. Oh Gott, ey. Ey, die haben auch so ein Offroader mit MG hinten, oder? Ja, bald nicht. Nur so auf wen. Ja, ich schieß die Kunde gleich weg, wenn du mich geheilt hast. Ey, ich weiß, was ich geht im Nahkampf, ne? Du ziehst dich unten. Alter, ich kann überhaupt nicht ziehen, der Atem ist so stark. Oh, ich wurde getroffen. Das Kriegssoldat, da wird man getroffen. Ja, vor allem, er hat einen Einfluss von der Sniper aus, weißt du? Gesehen, wie er getroffen hat, der fällt einfach nicht von uns. Problem ist, ich kann nicht gerade ausschießen. Wie keiner den Typen da trifft. Ah, oh, ich hab ihn getroffen. Oh. Dahinter kommt aber direkt noch einer gelaufen. Da ist der Orke, Ich weiß immer noch, wo der Mörserficker ist. Aber letztes Mal, als ich da diese Map gespielt habe, ne, hat der Ork auf mich geschossen. Ja, das war sehr gut. War das jetzt Mörser oder? Beinahe von uns. Was? Rakete. Ich hab die Rakete noch nicht abgefeuert. Irgendjemand hat gerade mit der Rakete direkt neben mir geschossen. Ich weiß nicht, ich hab keine mehr. Ich hab noch nicht abgefeuert. Ich hab noch 4 Schüsse. Was siehst du, der Ork schießt auf dich? Auch wie es ausgesehen hat, ne? Ja, wir haben ihm die Reifen zerschossen, der hat sich dann überfahren. Aber eiskalt. Das ist mal sehr gut. Sie kennen das ja im Ponten mitkommen, ja. Ich denke, das haben wir jetzt schon so gut. Ready for orders! Folgen Sie mir. Da kommt ein Medic. Perfekt. Ich wollte gerade einen neuen Kollegen besorgen. Ich überwache mal. Da hätte man wenigstens 2 gehabt. Jetzt müssen sie alleine unser Spiel spielen. Da kommst du einfach mal mit. Ja, so einer bitte mitkommen. Was schreibt Hausparty mir gerade? Ja, es gibt einen Grund für den Hunter. Woher haben sie meine meine Diensthandynummer? Wie kommt man hier durch? Helfen Sie mir. Hier. Helfen Sie mir bitte. Oh cool, ich kann mich noch bewegen. Nimm ihn mit dann. Im Rebellen. Wir wollen alle Waffen haben. Machen Sie bitte schnell. Awaiting orders. 7. Regroup. Microphone muted. Ja, das hat man halt, wenn man vom Auto überfahren wird. Ne? Nach Wochen, nach Monaten haben wir sie endlich. Auf dem TS, wenn du irgendjemanden willst. Jo, mach. Ist offen? Standing by. Hab aufgemacht. Landen wir kurz zwischen und tanken für 5000? Ja. Okay, du fliegst. Wir müssen kurz auf Tom warten. Ja, ich lass schon mal angehen. Ready for orders. Microphone muted. So, dann herzlich willkommen bei Rebel Air. Die Borddame Interpol wird sich um ihre Bedürfnisse kümmern und wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Ready for orders. Ey, wartet, ich komme gleich, ne? So, komme. Danke. Ja, endlich dürfen wir Sie auch mal in unserer CH-49 Morg begrüßen, Officer Gashi. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise zu uns ins Rebellengebiet. Ja, vielen Dank. Die Notausgänge sind alle zugeschweißt. Das heißt, es gibt kein Entkommen, wenn der Pilot Scheiße macht. Ja, ich hab schon gehört, der Pilot ist nicht so gut. Doch. Das ist denen egal. Da stehen die echt so wenig Spaß. Ja. Das sind sie, oder? Das sind sie. Da müssen wir gerne einen Atmen. Nee, ist ab jetzt hier. Oh Gott. Keine Cops hier? Ja, was soll ich machen? Einfach weiter vorne, das ist hier nur der Straßenstrich. Ja, ich weiß, aber ich finde das lustig. Wo wurde der jetzt gelasert? Da ist die Kopfkarre. Moment, die auch drauf. Vielleicht ist sie offen. Ich habe auch Lockpicks. Wie schnell fährst du? 20? 30. Boah, guck mal, wie alles abgeriegelt ist. Das ist gut.
Meinst du wegen uns? Hat er schon wieder einer getastet? Nee, das machen die in Kavala jetzt immer wegen dem Marktplatz. Sie fahren die Leute immer mit 100 vorbei. Deswegen haben die jetzt den Scheiß hier aufgestellt. Oh Gott. Hallo? Jetzt, hier kommt leider so. Keiner mehr. Ja, wir können ja dann wieder rumdrehen, nochmal durchfahren, bis was passiert. Wie lange ist noch? 5 Minuten noch. In der Zeit kann auch viel passieren. Lol. Was macht denn der? Das darf er aber jetzt mal reparieren. Hallo? Können Sie dann bitte auch unser Auto wieder reparieren? Danke. Und sag, ja, Sie können ja jetzt hier nicht einfach mit dem Polizeiauto durchfahren, das geht ja nicht. Michael, Sie sehen doch, dass das geht. Unser Auto. Ja, Quatsch, ne? Ich kann halt empowern, dann steht das hier in Ihrer Garage. Nee, das lassen Sie mal. Ich weiß nicht, inwiefern sich das lohnt. Ich kann euch das reparieren, aber lasst mir jetzt nur auf 2 Minuten. Wir wollen noch ein paar Mal am Marktplatz vorbeifahren. Also. Ich hab grad so Schiss, dass die Bullen jetzt kommen. Ja, quasi außerhalb des Safes von abgezogen, dann ist mir das eigentlich scheißegal. Dann ist das halt ein normal geklautes Fahrzeug. Mikrofon aktiviert. Ja, ich hab auch gerade bis langs da hinten ist ein Medic. Ja, wenn die kommen, so, müssen wir also rausschießen. Oh, jetzt hab ich die Keys. Nee, so jetzt. So, jetzt werde ich sagen, schnell rein und weiter. Viel Spaß damit. Ich bin aufpassen, dass ich den nicht noch platt fahre. Warum fährt denn der Idiot uns auch rein? Keine Ahnung, der war bestimmt nur langweilig. So, wir sind auf Streifen. Wir sind auf Streifen. Das sind die Rechtscops? Nee. Hier ist irgendwie keiner. Wollen wir zum HQ fahren? Nee, da echt, die Cops sind da vorne rechts, da wurde ständig getastet. Oh, da stand auch das Cop-Auto von denen. Also wir werden die gleich sehen, keine Angst. Ich glaube, es ist ja gut, wenn die jetzt ein bisschen schneller werden. Ach Quatsch. Ich kann Knallgas geben, wenn die uns sehen. Ich bin mal gespannt, da vorne sind sie nämlich. Und die stehen da. Oh Gott. Ist das Gashi? Nee, aber es hat Jack Slater. Was macht der jetzt? Gott. Der fährt jetzt rechts ran und schießt ab. Und da ist Gashi, nee, Lucky B. Was, die machen gar nichts? Ah, jetzt. Wow, 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 wow. Nicht ein Schuss getroffen. Ich glaube bei Lucky B, sie haben Kratzer in Gashis Auto gemacht, das wird ihn nicht freuen. Soll ich mal umdrehen nochmal durch? Ja, ja, klar. Ich glaube, da kommen sie. Oh, Alter! Raus und oben schießen. Nicht raus. Na, ja, wo sind sie? Sein. Wo sind sie? Na, am Auto. Der war gut. Lol, geile Scheiße. Sehr geil. Haben Sie die Karre hier stehen lassen? Ja, ich glaube. Das ist zumindest keiner. Doch, Rekrut Irgel ist in dem Geländewagen. Kann das sein, dass das der SUV-Wagen war? Hier steht der SUV. Oh, der arme Rekrut, ey. Guck mal, wer den ersten Unfall baut, okay? Okay. Wollen wir die mal anschreiben, dass sie sich ergeben sollen? Nein, gar nichts. Wir ärgern die jetzt so ein bisschen. Gut, dass wir einen Walker haben. Okay, haben gehört, wären wir schon tot. Jetzt muss der arme Rekrut echt hinten fahren. Ja. Der wird halt geopfert, wenn was passiert. Armes Schwein.
Jetzt müssen die so diese Infant explodieren. Da kommt der nächste Streifenwagen. Der ist. Oh Gott, das ist jetzt nicht so. Oder? Nee. Die wissen nichts anzufangen mit uns. Ja. Vorne stehen welche. Noch mehr Cops, noch ein Streifenwagen. Was mit dem? Was geht denn mit denen ab? Da sind das so viele Cops plötzlich. Oh Gott, Alter. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt sind es genau fünf Leute. Und die stehen alle hier. Gucken blöd. Ach, Mr. X hat gestern nur geschrieben zu der Sache am. Links haben wir uns da an der Burg. Oh. Ach, eine kleine Schießerei. Morgen ist doch nicht verkehrt, auch wenn ich keinen Schuss abgegeben habe. Dann ist doch hier oben landen und einfach mal so ein bisschen Feuer. Ich mach das nicht. Also, ich will mir das nicht zu sehr verscherzen mit den Cops. Sicherlich hast du recht, können wir machen, aber ich werde nicht. Wir können zwar landen, ein bisschen Cookie-Cookie machen. Wenn sie wirklich schießen sollten, können wir auch zurückfeuern, aber ich würde nicht das erste Feuer öffnen. Die haben doch schon geschossen auf dem Heli. Ja? Getroffen, klar. Ja, jetzt sagst du mir jetzt nur so, Olaf, ich glaub dir nicht. Oh. So, jetzt nochmal? Glaubst du mir jetzt? Ich hab's ja, auf jetzt Video alles. Gut. Dann ein bisschen weiter hinten. Scheiße. Jetzt weiß ich nicht, wir sind schon lange hier. Die haben uns bestimmt schon wieder so ein bisschen eingekreist, oder? Ja, warte, ich will ja nur landen, bleib mal sitzen. Zum nächsten Hügel? Jetzt denken sie nämlich, dass wir hier einen ausgesetzt haben. Wo sind sie denn? Ja, vor uns alle. Unten steht noch einer. Links ist halt einer. Dann war halt irgendein Peachfield irgendwo in der Nähe einer. Jetzt lande ich hier drüben nochmal? Tu wieder so, als wenn ich einen aussetze? Ach, machen wir auf dem Hügel oben, wa? Weißt du, die alle in Kavala sind? Fünf Cops alle in Kavala. Wenn du mich hier oben rauslässt, könnte ich den einen da unten vielleicht kriegen. Nee, keiner steigt aus. Sollen die ja, genau das sollen die ja nur glauben. Karre alleine? Jimmy, lande doch mal bei der Karre. Hat einer Lockpicking dabei? Nee, nicht. Mit. Da stehen sie auch schon. What the fuck? Geil. Und wieder Schüsse. Stehen Leute am SUV. Treffen wir uns, wenn wir aussteigen, ne? Warte mal, fliegen wir ein bisschen weg. Raus mit euch! Das ist fast Suizid hier. Fährt wieder weg vom. Ah ne, da fährt einer Richtung. Ein SUV steht auf jeden Fall. Ein SUV steht auf jeden Fall noch da oben. Einer will von hinten. Einer kommt näher. Meter ist er entfernt, der da unten steht. Der ist, wie du ihn siehst. Ist der besetzt? Da stehen zwei davor, der eine sehe ich nicht genau. 800 Meter, naja. Ne, der SUV ist nicht besetzt.
Mal gucken, wenn ich so auf 7. Also knapp 800 Meter. Ja, der will jetzt auch schießen. Wir sind draußen. Oh, der war knapp direkt vor seinen Kopf eingeschlagen. So eine Scheiße. Hm. Wo sind die? Ist der eingestiegen? Wie ist die Karre kaputt? Schießt ihr oder schießen die? Wir schießen. Ja, die aber auch. Das ist egal, guck mal, du brauchst dich da gleich auch nicht reinkommen. Tot ab. Ich glaube, er hat kassiert. Du musst nicht in die gleiche Richtung gucken, wo wir gucken. Es ist wichtig, dass wir die anderen Typen im Auge behalten. Was ist mit denen da vorne? Die hier vorne eben standen, da ist nur ein leerer SUV. Ich sehe die auch nicht. Du hast Commander-Sicht, ne? Benutzt die. Ja, ich weiß. Okay, gut, check. Kannst dich damit aus, sehr gut. Ja, ich denke, die werden da vorne an die Steine laufen, ist ja perfekte Position. Mhm. Deswegen werde ich jetzt auch mal Deckung suchen an den Mauern hier. Dazu sagen, die können noch über links kommen. Weil das ist sehr, sehr schwer einsichtig nach unten. Über welches links? Wenn ich jetzt gerade hier auf den SUV gucke. Ja, du müsstest das eigentlich vor dir alles sehen können. Im Prinzip aus. Ah, der ist auf dem Turm drauf, Junge. Auf dem Turm hinterm SUV sitzt einer. Echt? Ja, na klar. Den könnte ich kriegen, warte mal. Warum hat denn der eben noch nicht auf mich geschossen? Weiß ich nicht. Ach, durch dieses scheiß Gras ist das aber auch wieder so unscharf. Wo ist denn der da? Links, rechts? Ja, das ist 466 Meter. Da stehen zwei Cop-Autos, nur so zur Info. Da sind vier Cops, also wenn sie wahrscheinlich von rechts kommen. 55 Meter. Die werden von rechts kommen, Jungs. Über Norden, Nordwesten, da werden die kommen. Ich gehe mal hoch auf den Berg da, die Mauer hoch, Richtung Osten. Falls sie da den Hang versuchen hochzukommen, sehe ich sie ja zeitig. Toll. Ah, jetzt geht's wieder. Wow, warst du das? Ja. Diesen Reifen kaputt von den Kahnen. Noch nicht. Ich weiß aber nicht von wo. Ich würde sagen irgendwo bei den Steinen. Aber ich habe nur die Schüsse gehört. Schießen immer noch auf mich. Ja, das müsste direkt von vor mir kommen. Ich weiß von wo. Süden, da ist doch so ein hoher Felsen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die genau von da schießen. Ja, da ist doch so ein Stein mit ganz vielen Felsen. Da ist auf jeden Fall eine. Die könnten gleich auch auf euch schießen, passt auf. Ich höre einen Heli. Sieht ihn da irgendjemand? Ja, ich sehe ihn. Er ist auf bei dem, was du gesagt hast, und dann auf der linken Seite davon. Kam gerade Leuchtspur rüber. Ich sehe nur das Auto, aber doch, ich habe ihn. Okay, jetzt gucken wir, wie viel Meter das sind, und dann ist er tot. 600. Lol. Mutter. Ein Schuss und wir gucken, wie viel Meter sind, und dann ist er tot. Mit Ansage. Ich muss sagen, die Rahmen gefällt mir. Noch nicht gerade abgesehen gehabt. Über solche Sachen hatte ich gestern noch mit dem Flash geredet. Ja, was für Sachen? Na, Open Field Kämpfe. Ich habe bei Days meistens Sniper gespielt.